Hello, what's your name? I'm Ethan. And you? Anthony. Chamath. And where are you from? Australia. Sydney. All three Australia. Australia. Ich bin der Stefan. Woher kommen Sie? Aus Pfarrenshausen. Mein Name ist Zhaofeng Wang. Woher kommen Sie? Ich komme aus Taiwan. Yeah. I'm Maya. And I'm Finn. Where are you from? I'm from the USA. And Sweden. Mein Name ist Stefan. Ja. Und woher kommen Sie? Ich komme vom Chiemsee. We are from South Korea. Okay, and what's your name? My name is Hain and her Bora. Ich bin gebürtige Regensburgerin und ich bin in Regensburg aufgewachsen und ja, ich bin stolz, Bayerin auch zu sein und deswegen auch heute mit der Tracht unterwegs. Ja. Why did you come with a Bavarian costume to the Oktoberfest? Well, we actually both live here because we go to international school. So I've lived here for 3 years, so of course I have one. Yeah, me too. But I believe it's very important for people that don't come from Germany to integrate themselves into the culture so that, you know, everyone has a part. First of all, it looks pretty. First of all, it looks pretty and we thought if we wear it, we could enjoy the Oktoberfest with cities in here. Okay. Yes. Well, because you have to get involved in the culture. That's the only way. You have to get dressed up. I'm here to experience the diversity in cultures, in backgrounds, and experiences. We didn't travel 16,000 miles to come to not immerse ourselves in culture, right? Embrace the differences in, you know, opinions, political, religious, ethnic. I want to experience all of it. All of it, yeah. That's what I want. Yeah. Exactly right. That's why we dressed up. I couldn't agree more. Ja, gut, für mich ist das normal, weil das Tradition ist und wenn man auf Oktoberfest oder Herbstfest oder wie auch immer geht, eben ein Tracht, ganz klar. Because it's Oktoberfest and I think it's a very important cultural experience for me. Wir wissen ja, dass jetzt die AfD jetzt im Parlament ist und was denken Sie darüber? Naja, also gut nicht wirklich. Da ich selbst 5 Jahre im Ausland gelebt habe mich das sehr überrascht, was da in Deutschland so passiert ist über die Zeit. Und wenn es nach mir ginge, bräuchte man sowas überhaupt nicht. Aber gut, es ist ein demokratisches Land und jeder hat eine freie Wahl. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass die AfD jetzt auch im Bundestag ist. Und was meinen Sie zu dieser Lage? Also ich war ehrlich gesagt schockiert, dass es so gekommen ist, aber letztendlich finde ich super, dass es solche Projekte wie diese gibt, dass sich Leute einfach auch dagegen engagieren. The Parliament, I think it's really a wonderful thing because in my opinion, it's a democracy and the beautiful thing about democracy is that people can express their own opinion and no matter it's right wing or left wing or in the middle, that people can express their opinion, who they support. And I think it's wonderful, and it doesn't seem really surprised for me to see that some people they prefer some other parts, even though people are surprised for the results. Werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich halte es für ziemlich schwierig. Und was denken Sie über Flüchtlinge in Deutschland? Das sind Leute, die Hilfe brauchen und dementsprechend müssen wir uns natürlich auch dementsprechend aufstellen und ihnen auch die Hilfe geben, die sie brauchen. Über Flüchtlinge finde ich die Situation in Deutschland super. Ich finde wichtig und auch gut, wie wir das gemacht haben, weil wir uns damals auch sehr gut präsentiert haben gegenüber der Welt. Natürlich muss es in geregelten Arten und Weisen passieren, das finde ich auch wichtig. Aber im Grundsatz, denke ich, gehen wir einen guten Weg. Ja. Well, I believe that it is for a good cause. So I do respect the decision of the government. However, I do think that they should be able to or put a lot of effort into integrating themselves into our society. Yeah, rather than keeping them in camps. Exactly. Like we should be teaching them more. Und wie sollte der deutsche Staat mit den Flüchtlingen umgehen oder den kommenden Flüchtlingen? Was sollten sie mit denen machen? Also grundsätzlich finde ich es gut, dass wir Flüchtlinge aufnehmen und ich finde grundsätzlich, dass die Leute einfach offener den Flüchtlingen gegenübertreten sollten. What do you think about refugees?
Don't treat them like Australia. Let more in. I reckon, yeah, it's good to take refugees. Again, it's a simple answer of show love. Show love, that's the answer. You want to show love, yeah. 100%. Okay. What do you think about immigrants in Germany? Asian people's opinion that it's really wonderful to see that how Germany is open to different people. For the refugee, they are open to them, and because we always know there are people who are suffering from something in this world, and Germany is the only country which is so open-minded to them and accept them. And although it caused some society problem, but I think it's just temporary. In the future, you'll be fine. Okay. Thank you very much, and have a nice day. Bye-bye. Bye-bye.